Eine Fantasie! Plagen! Oh, da ist Essen! Nom, 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 nom. Hallo! Ich koche für die Sternkinder. Sie sind alle sehr brav. Das ist eine Erleichterung für uns. Ich glaube, sie sind jetzt besonders brav, weil sie hoffen, dass du den Sternstab zurückholst. Auch ich hoffe, dass du es schaffst. Hör mal, ich bin Mario, ich schaffe alles. Erzähl mir eine Geschichte. Erzähl mir eine Geschichte, wie du einen der Sterne gerettet hast. Ich frage mich, was Twink gerade macht. Glaubst du, dass Twink da oben viel Spaß hat? Ja, sicher, er macht mit meinen Alten rum. Jemand hat mir eine Geschichte vorgelesen. Es ging darum, wie die Sterne im Sternhafen die Wünsche der Leute erfüllen. Das ist wirklich sehr aufregend. Bitte erzähl mir weniger. Gefunden! Du hast mich gefunden! Hast du mich funkeln gesehen? Glaubst du, ich kann auch bald in den Himmel aufsteigen? Nö. Komm doch herein. Halt, ich will noch mit dem Ninja sprechen. Nein! Ja, aber er bleibt draußen und teleportiert sich rein. Also Mario, pass gut auf, was ich dir zu sagen habe. Dieses eisige Gebiet ist das Sternental. Es trägt diesen Namen, weil hier die Sterne geboren und aufgezogen werden, bevor sie in den Himmel steigen. Aber jetzt, da Bowser den Sternstab aus dem Sternhafen gestohlen hat, schwindet die Kraft dieses Orts und die Sternkinder können nicht mehr in den Himmel aufsteigen. Ich habe einen Ninji zu Merlon, meinem Vater, gesandt. Ich hoffe, er könnte dich dazu bewegen. Ich hoffte, er könnte dich dazu bewegen, hierher zu kommen. Verdammt nochmal! Denn ich habe herausgefunden, wo der letzte der Sterne versteckt ist. Ich sah es in einem Traum. Eine Vision über den letzten der Sterne, der mich um Hilfe bat. Wenn die Vision wahr ist, dann wird der letzte Stern am Gipfel des Biberbergs hoch im Norden festgehalten. Dort ist der Kristallpalast. Dort wartet der Stern. Der Kristallpalast wurde erbaut, um den Sternen zu huldigen. Heil! Ihr Sterne. Doch mit der Zeit verschwand er aus der Erinnerung der Leute. Und heute kann sich niemand mehr erinnern, wie man den Palast erreichen kann. Aber es gibt einen Weg. Dazu benötigst du Gegenstände, die man hier im Land des Schnees seit Generationen hütet. Hier, nimm dies. Ein Schal! Dieser fabelhafte Schal wird schon seit Generationen im Sterntal weiter vererbt. Ich wünschte, ich wüsste, wie man ihn richtig einsetzt, aber leider verfüge ich nicht über dieses Wissen. Glaubt man den Legenden, muss du ihn zusammen mit einem anderen Gegenstand einsetzen, den es in Biber City zu finden gibt. Beide werden dir den Weg zum Kristallpalast öffnen. Leider ist das alles, was ich weiß. Ist zwar nicht viel, aber ich weiß es wenigstens. Wenn die Dinge so bleiben, wie sie momentan sind, dann werden die Sternkinder niemals im Sternhafen aufsteigen können. Ein solches Schicksal wäre wirklich grausam. Bitte hilf ihnen und vertreibe Bowser vom Himmel. Okay, nach dem Mittagessen. Mann, hör auf mich zu stalken! Ach ja, Mario, fast hätte ich's vergessen. Entlang des Weges zum Kristallpalast soll es einen kleinen Schrein geben. Eine alte Legende berichtet über das Geheimnis dieses Schreins. Nicht jede Wahrheit kann vom Auge gesehen werden. Manchmal lügen sogar die Wände. Verwirrend, ich weiß. Aber du musst den Schrein finden und sein Geheimnis lösen, um den Kristallpalast zu erreichen. Vergiss das bitte nicht. Okay. Los, Watt, hilf mir. Erleuchte die Umgebung. Mit diesen Sternkindern habe ich alle Hände voll zu tun. Sie sind alle so lebhaft. Back dir einen Schnitzel und strick dir ein Eis. Ha! Daneben gesprungen. Ha! Eine Stoppuhr. Haha! Ich hab dir noch gar nicht berührt. Ich. Regulär töten! Elektrohieb! Die
geben immer noch 2. Geil. Das ist schön. Hier können wir ordentlich skillen. Das ist echt geil. Alle hopp und alle hopp. Ja, endlich gibt's mal wieder was an Action. An Aktionen. Wahoo! 2 Gegner, 4 Sternpunkte, das ist supi toll. Und 3 Münzen. Auf den Dingonkel! Und einmal für euch beide frisch aus dem Hammer! Bringt nicht so viel. Ich möchte mein Mitglied wechseln. Au. Ja, das ist, glaube ich, ganz gut. Ach so, so schnell ich kann. Puh, das war knapp. Einer geht da down. Ey, jetzt geben die weniger. Aua. Du Penner. Nimm das. Idiota. Na, 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 niemand greift Mario. Minze, Minze. Du bist doch keine große Hilfe. Nimm einfach die nette Bombette. Haha! Ja, hast nicht kommen sehen, was? Oh. Ich hab euch nicht kommen sehen. Komm hier, und ich durchzimmer einmal so richtig. Und da haben wir wieder mal gute 8 Sternpunkte verdient. Und haben schon wieder 20. Also das nächste Level Up lässt nicht lange auf sich warten. Nein! Warum verteilt es sich alles so doof? Immer her damit. Haben wir hier vielleicht irgendetwas, was wir noch nicht gesehen haben? Nein. Hier ist alles Friede, Freude, Eierkuchen. Sag mir doch einfach, wo es ist. Du Arschgeige. Hier hast du den Schal. Wahoo! Oder ist das irgendwo da? Warte mal. Schnauze. Mist! Hätte ja klappen können. Oh, der ist ja immer noch. Der kann auch bleiben, ey. Wir haben ihn kalt gemacht. Wir haben ihn endlich kalt gemacht. Für immer eingesperrt im Eis. Das ist es, was er auch verdient hat für sein ständiges Generve. Idiot. Nur weil wir auf seinem verkackten Spielplatz gelandet sind, weil wir da nicht hin wollten. Den, 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 den. Bom, 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 bom. Bürgermeister, Bürgermeister! Oh, Mario, warst du schon im Sterntal? Hast du Merle getroffen? Ausgezeichnet! Was hat er gesagt? Ein Gegenstand, der dieser Stadt übergeben wurde? Ach ja, da war doch mal was. Ein Moment, es muss hier irgendwo sein. Da ist nichts drin. Da war doch nichts drin. Ein Eimer. Ich musste kurz Geld einschalten. Dieser wunderbare Eimer wurde in unserer Stadt von einer Generation an die nächste weitergegeben. Merlin muss dir gesagt haben, dass dieser Eimer eng mit einer Legende verknüpft ist. Wenn du ihn zusammen mit dem fabelhaften Schal richtig einsetzt, wird sich der Weg zum Kristallpalast öffnen. Wer weiß schon, was das alles zu bedeuten hat. Haha! Ich habe jedenfalls nicht die leiseste Ahnung.
Hört sich an, als wären die Stärke in deinem Sternteil Schwierigkeiten. Ich hoffe, du gibst dein Bestes für die kleinen Racker. Sie sind immerhin noch Kinder. Ich wünsche dir viel Glück. Was mit dir, Alter? Traust du wohl nicht mehr anzusprechen? Ja, Bitch, Alter. Ich dachte, er nimmt den Eimer von dem Schneemann, der vor seinem Haus steht. War ich wohl auf dem Schneepfad statt Holzweg. Witzig. Oh, das ist witzig. In der Gasse ist nichts. Ist aber auch nichts, was man brauchen kann. Ja, ja, außer hier die Leiche halt, ne? Ist hier vielleicht irgendwas? Schade. Na, Depp! Alles frisch? Wo denn? Wo? Sag mir wo, du dumme Sau! Oh, das Rätsel war so schwer. Ein cooler Eimer, vielen Dank. Ein warmer Schal, vielen Dank. Du bist ein sehr netter Mann, wir sind dir Dank schuldig. Als Belohnung für deine Großzügigkeit verraten wir dir unser Geheimnis. Das hätte man sich doch schon denken können. Oh, die Erde wackelt. Jawollo. Bitte tritt ein. Mit herzlichem Dank und Glückwünschen von den Schneemännern. Ich danke euch auch, aber sag mir doch mal, wo ist der verhurte Dreckssplitter? Ich hab doch schon alles abgesucht. Wo ist das Scheißteil? Hier ist nichts, da ist nichts, dort ist nichts. Alter, ey, sonst findest du die hier beim dritten Schlag. Und jetzt musst du hier so Ewigkeiten nach dem Scheißteil suchen. Willst du mich eigentlich verarschen? Wie oft bin ich hierher gerannt und hab da drauf gehauen? Ja, leck mich doch an. Mein Eiern, ey. Ich weiß nicht warum, wir nehmen es einfach mal aus Prinzip vom Bett. Speichern einmal und weiter geht's. In den Tod! Oh. Ha, geil, war sogar richtig. Ah, hier hätte man auch gar nicht rüberfliegen können, wie ich es eigentlich im Kopf hatte. Haha! Leck mich am Arsch! Boom! Ich glaube, wir sollten mal einen Orden anlegen, der nicht so viele Punkte frisst. Ah, ist ja auch erstmal völlig wurscht. Wir haben uns nicht geheilt, sehe ich gerade. Wir haben auch so ein bisschen wenig billiges Petroleum auf Tasche. Das ist nicht gut, das ist nicht, nein, das ist gar nicht gut. Also lassen wir einen Frust an euch aus. Bams, und weg ist er. Mehr Sternpunkte. Jawohl! Endlich mal richtig getimed. Dafür kannst du auf meiner Schuhsohle schmatzen. Nom, nom, nom. Oh ja, da klebt noch ein bisschen Ritzenschnee mit Tunnelkuch dran. Nom, nom, nom.